Ist niemand mehr zu Wort gemeldet? Die Debatte ist geschlossen. Meine Damen und Herren, wir kommen. Wir kommen jetzt zu einem etwas umfangreichen Abstimmungsvorgang. Bitte um Konzentration. Abstimmung über Tagesordnungspunkt 2. Abstimmung über den Gesetzentwurf in 1298 der Beilagen. Hierzu liegen folgende Zusatz- bzw. Abänderungsanträge vor. Zusatzantrag der Abgeordneten Dr. Scherak, Kolleginnen und Kollegen. Abänderungsantrag der Abgeordneten Magister Gerstl, Dr. Wittmann, Kolleginnen und Kollegen. Ich werde daher zunächst über den erwähnten Zusatzantrag, dann über die vom Abänderungsantrag betroffenen Teile, schließlich über die restlichen noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzesentwurfs in dieser Reihenfolge abstimmen lassen. Da der vorliegende Gesetzesentwurf sowie der erwähnte Abänderungsantrag eine Änderung des Bundesverfassungsgesetzes enthalten, stelle ich zunächst im Sinne des § 82 Absatz 2 Ziffer 1 der Geschäftsordnung die für die Abstimmung erforderliche Anwesenheit der verfassungsmäßig vorgesehenen Anzahl der Abgeordneten fest. Die Abgeordneten Dr. Scherak, Kolleginnen und Kollegen, haben einen Zusatzantrag eingebracht, mit dem in den Artikeln 4, 5 und 6 jeweils eine Ziffer eingefügt wird. Wer stimmt diesem Antrag zu? Das ist die Minderheit. Dieser Antrag ist abgelehnt. Die Abgeordneten Magister Gerstl, Dr. Wittmann, Kolleginnen und Kollegen, haben einen Abänderungsantrag betreffend die Artikel 1, 3, 4, 5, 6 und 7 eingebracht. Wer tritt hierfür ein? Das ist einstimmig angenommen. Damit ist auch klar, dass ich die verfassungsmäßig erforderliche Zweidrittelmehrheit feststellen kann. Schließlich Abstimmung über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs am Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussberichtes. Wer stimmt dem zu? Das ist wiederum einstimmig und somit auch die erforderliche verfassungsmäßige Zweidrittelmehrheit sind logischerweise. Dritte Lesung. Bitte, jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Entwurf auch in dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen. Das ist mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit, aber mehrheitlich angenommen. Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen und beschlossen. Abstimmung über die dem Ausschussbericht 1298 der Beilagen angeschlossene Entschließung betreffend Datenschutz bei Wahlkarten. Wer stimmt dem zu? Das ist wiederum einstimmig angenommen.